Danny, jetzt musst du deine beste Erast-Fandorin-Imitation abliefern. Was? Was? Erast Fandorin, der berühmte russische Detektiv in Boris Akunins Roman. Konyo, Danny, seine Bücher gibt es in 35 Sprachen. Vergiss es. Ich habe ein Rätsel für dich. Okay, worum geht's? Ein paar Guerilleros sollten in Rio de Plata eine C4-Lieferung abgreifen. Sie werden vermisst. Was noch komischer ist, ich habe russische Funksprüche abgefangen. Anscheinend sind Yaras alte Verbündete zurück, um gegen Libertad zu kämpfen. Glaubst du, die haben das C4? Weiß nicht, deshalb rufe ich ja dich an. Erast Fandorin. Ja, ja, ich löse den Fall. Verschwunden, spezielle Lehranische... Spezielle Jaranische Geschichte. Aber erst einmal, hallo da seid's und willkommen zurück bei Far Cry 6. Oh, schaut mal, was wir hier machen können, oder? Jawohl. Geil. Hier ist gefährlich, hier fahren Verrückte rum. Nieder mit euch. Apropos nieder, nieder mit dem Flieger. Ich habe mal nachgeschaut. Folge 28, da haben wir so einen Flieger mit unserem Geschütz auf dem Auto runtergeholt. Da hat Danny gesagt, Menschen sind nicht zum Fliegen gemacht. Das konnte ich noch heraushören, weil ich meinen Kommentar an der Stelle mal kurz deaktiviert, stumm geschaltet habe. Und ich habe auch für die fertige Aufnahme... Was meint er denn? Habe ich meinen Kommentar mal ein Stück verschoben, damit man das hören kann. Okay, ist ein Zivilist. Schönes blaues Auto. Die kriegen das ja irgendwie nicht auf die Kette. Halt komplett falsch, der Typ da. Hier der Pfeil, ne? Boah, die Kreuzung sieht ja cool aus. Der will da immer noch durch die Schranke brechen. Oder auch nicht. Geh mal her, das können wir besser. Perdón, viva Libertad! Die sagt gar nicht dazu. Hey, das ist mein Auto. Ja, dann lernen fahren. Das arme Auto. Steht sie denn? Ist sie geguckt? So macht man das. Passend dazu sind wir ausgestiegen, passend zur Musik. Jetzt kann sie ihr Auto wieder haben, aber jetzt will sie nicht mehr, warum auch immer. Was ist denn hier los? Jeder will uns ärgern. Ja, der könnte uns ärgern. Was wird das? War nicht so schnell. Halt! Boah, so viel los hier. Kommt jetzt so gar nichts anderes mehr. Es lebt ja noch. Läuft. Die Entfernung. Warum zählt dieser Kopfschuss auf diese Entfernung? Der muss doch... tödlich gewesen sein, oder? Ja, Kopfschüsse. So sind Kopfschüsse halt. Ist auch noch ein Spitzbub. Ja. Ah, Gott, von oben wäre cool. Ah, ich hätte jetzt nicht so schnell hier auf den Container klettern können. Du bist frei. Frei wie ein nicht mehr Gefangener. Sorry. Was ein Scheiß. Sie alles rumfährt. Ein Schuss auf die Entfernung auf den Kopf und es war ein tödlicher Kopfschuss. Hellmann fällt. Okay, ich dachte, die Tür wäre noch zu, aber das Ding hat gar keine Tür. Fällt nach dem Kopfschuss direkt tot aus dem Auto.
Was ist denn hier los? Gibt's ist Mittagspause oder? Jetzt ist mir zu bunt, jetzt gehen wir drauf. Scheiße, jetzt habe ich zu viel gespielt. Mann! Wir müssten irgendwann mal auch wieder zurück zu Juan, damit er uns einen besseren Supremo geben kann. Wir haben ja eine Menge Uran eingesammelt. Bin jetzt aber auch nicht wirklich gewillt, hier jetzt das Action zu verlassen. Die stehen ja schon wieder. So geht das aber nicht. Guapo, macht mit. Macht ja auch Spaß. Was haben wir denn als nächstes vor? Schatzsuche? Der zuletzt geht Schatzsuche zu unserer Rechten. Kreuzung links, Brücke und dann nach der Bucht. Obwohl es in der großen Bucht ist. In der Bucht, nach der Bucht. Brauchen ein Auto. Oh. Da ist immer noch einer drin. Scheiße. Raus da. Arschloch. Da ist noch jemand. Die treffen nicht so gut außer das Auto. Far Cry 6 ist schon ziemlich geil. Au. Super, eine Blendgranate geworfen, hat uns aber währenddessen nicht beschossen. Verstehe ich den Sinn dahinter nicht. Warum setzt man denn so eine ein? Okay, jetzt wird's wieder ernst. Da ist es, da ist es. Ich hab's fast gesehen. Oh, 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 oh. Wir haben gerade Medizin genommen. Heckauto. Oh, noch mehr Leute. Okay, verziehen uns. Manometer. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt der Esperanza West. Der sieht ganz schön dick aus. Noch einfach reinfahren mit dem Geschütz rumballern. Jo. Oh. Das Auto dürfte jetzt nicht kaputt gehen. Also die Reifen sollten ganz bleiben. Ist ja deren Auto. Noch niemanden gesehen. Ich will jemanden schätzen. Da vorne steht jemand. Ah, nicht aus Benzin, das brauchen wir doch noch. Okay, wir verziehen uns mal ins Kugelsichere. Wir müssen uns hier drin heilen. Wer, die ziehen uns raus. Wollen wir die ganzen Tabletten auf einmal her? Na, guapo. Jawoll, ja. Aber nicht das Auto verlieren. Das Auto werden wir jetzt wieder verlieren, ne? Oh. Nee, oh. Sehr gut, es wurde sogar geparkt. Cool. Da ist eine Baustelle. Wow. Nee. Du hast hier nichts. Capo kann für sich alleine sorgen und leben und tun, machen, was er will. Er ist nicht unser Gefangener, er ist unser Freund. Er ist frei. Er will uns begleiten. Und tut doch gerne. Tut auch gerne uns helfen. Schon wieder eine Schlüsselkarte. Hier drüben.
Wie wär's mit Hallo und bitte komm mal her und so? Gebola, Danny. Eine Patrouille hat meine Familie bestohlen. Wir wollen sie überfallen und es wäre großartig, wenn du uns hilfst. Das weiß ich zu schätzen. Mir fällt gerade ein. Ach, durch die Explosion haben wir das schon mitgenommen. Ich habe das ja noch rechts gesehen, als wir hier reingefahren sind. Aber das haben wir dann mit hochgejagt. Na, das Beste zum Schluss. Klopapier. Eine Mark nicht vor, Mark vor Schutzanzug, eine Mark 6. Apropos, wir haben ja noch die Trommelpistole. Die müssen wir auch noch einsetzen. Wir müssen mal Waffen wechseln. Ne, da war nur Grünzeug, kein grüner Kanister. Oh, Rang 8. Absolute Sperrzone. Können wir wahrscheinlich auch nicht ändern, bevor wir hier das Ganze eingenommen haben. Die Fahnen gehen nicht kaputt. Das Geräusch. So, Bucht und dann bald wieder links. Bandidos. Miss Esperanza. Sind wir schon? Nee. T-Kreuzung. Ja, links unten. Das ist keine T-Kreuzung. Geh weg, Schrift. Oh, das war knapp. Scheiß Schild. Oh, wir haben die Palme umgejagt. Krass. Entschuldigung. Arme Palme. No passe. Passe. Wie weit das Zeug fliegt. Das Auto qualmt schon nicht gut. Scheiße, das geht schief. Ah. Mist. Ja, die sind schon garstig, Rang 8. Welchen Rang haben wir denn gerade? Typ 1 von 49, wieder weg. Der gegenüberliegenden Seite. Den Spaß verfolgen würde ich ganz gerne. Ist ja immerhin auch unser nächster Einsatz. Folgen wir das jetzt offiziell? Wie Guapo da drüber klettert, anstatt einfach hier drunter durchzukrabbeln. Guapo, kannst du uns bitte rüberschwimmen? Ah, hier waren wir schon mal. Stimmt, hier, Anwesen mit Mehrblick. Steck die Kugel in meinen Kopf. Gerne doch.
kann man doch hochklettern. Warum ging das jetzt erst, als ich gesprungen bin? Ich habe zuvor schon geklickt. Libertad-Kiste. Oh, das wird interessant. Das geht wahrscheinlich in die Hose. Hä? Da rechts rein? Oder hier rein? Messern kann man nicht, wenn man hier dran hängt. Kacke. Ich glaube nicht, dass das gut geht. Wenn ich jetzt hier loslasse und da hoch will. Müssen wir loslassen? Ne, wir können einfach direkt übergreifen. Boah. Wie geil ist das denn? Das ist ja gut gemacht. Schuhe. Boah. Toll. Da noch Häftlingsschuhe. Super. Hätte man gebrauchen können. Hier unten steht nichts, ne? Hier steht kein Boot, kein Jetski. Rüberfliegen können wir auch nicht. Wir haben keinen Wingsuit und der Fallschirm, der trägt uns niemals so weit rüber. Ich glaube, wir gehen da hin und schwimmen dann rüber. Wenn wir es überhaupt überleben. Schon wieder ein Boot. Wer hat denn da jetzt so geschrien? Wollte nochmal gucken, welchen Rang wir gerade haben. Das ist Rang 7 Gebiet. Und wo konnten wir das nochmal sehen? Bei Arsenal? Ja, 6. Das sind zwar auch Häftlingsschuhe, aber... Hm. Wenn, dann ziehen wir uns was nicht Häftlingsmäßiges an. Ich habe wieder Krabben. So, jetzt kommt hier kein Jetski oder so an, oder? Nur Guapo. Nur Guapo. Entschuldigung, Guapo. Oh. Guapo, mach was. Ah, da kommt was Böses. Was ist das denn? Schwertfrisch? Frisch. Kann man sich im Wasser heilen? Natürlich nicht. Das geht niemals gut. Das schaffen wir niemals bis rüber. Guapo ist dann mit einem beschäftigt und... Dann greift uns schon der Nächste an, das wird nichts. So weit schwimmen ist, denke ich, nicht drin. Das könnte reichen, hoffe ich zumindest. Buntbarsch-Angelgebiet. Ist auch wieder sowas. Au. Guapo, erledigt wieder was. Nur noch 4 bis zum Abschluss. Hier nicht hoch. Aua, das hab ich nicht gehört. Das ist Guapo. Weißt du was, was ich nicht weiß? Und das sagst du mir jetzt nicht? Das ist nicht der. Immerhin bin ich es, der die Wette platziert. Oh, jetzt ist es vielleicht ein Segen. Ein Segen. Danke, Oko. Wie er ranrutscht. Da ist ein Untersatz. Ein... Tragender Untersatz. Oh, das Ding geht bald unter. Angelkasten, ich würde mir jetzt Zeug mitnehmen. Ändern. Ne, ich würde mir jetzt Zeug mitnehmen. Hier kann ich bloß meine Angelausrüstung ändern. Nö. Kann das Ding mal fahren, das Ding... Motor, okay.
Was für ein Fischkutter. Das Wasser sieht aber interessant aus. Wir nehmen den armen Leuten auch noch den Kutter weg. Esperanza. Auf Grund gelaufen. Einfach mal Gift in die Luft geblasen. Und wir machen mit. Handschriftliche Nachricht. Martha, gestern haben sie uns den Strom abgestellt. Ich weiß nicht, ob du noch welchen hast. Ich hoffe es. Diese FND-Mistkerle mögen uns vertreiben, aber lass dich nicht von denen drangsalieren. Das hier ist unser Zuhause. Sie haben dazu kein Recht. Wir kommen nach dir sehen, sobald wir einen neuen Ort zum Schlafen haben. Ich frage mich gerade, ob wir angegriffen werden können, währenddessen wir gerade lesen. Da war gerade ein Funkgerät zu hören, aber keiner greift uns an. Wahrscheinlich steht die Welt dann einfach still, wenn wir lesen. Müsste ich mal eine Mission... Oh Mann, ey, was verarscht mich ja. Mal ausprobieren und gucken, ob wir... Ja... Wir werden angegriffen, da ist was zum Lesen. Schnell mal lesen wollen und gucken, ob wir daran sterben. Wie viele sind das? Zwei? Aktuell hier noch einer. Okay, es sind zwei. Sperrgebiete werden schwer bewacht. Soldaten öffnen das Feuer, sobald sie dich sehen, auch wenn du deine Waffe weggesteckt hast. Das sind dann so mit drei, oder? Ich will doch noch jemanden tapsen. Das Lehnen ist schon cool. Die ist schon im Schlafmodus, so langsam wie sie reagiert hat. Hier soll eine Schatzsuche sein. Da oben. Pfütze. Zu. Immer noch zu. Vielleicht liegt die ja hier unter der Fußmatte. Gibt keine Fußmatte. Sieht hochprofessionell verarbeitet aus. Das da. Wären wir denn richtig? Ja, hier drin beginnt die Schatzsuche. Jetzt haben wir die Leute hier schon umgebracht und ich bin auch über sie hinweggelaufen. Also wenn die eine Schlüsselkarte dabei hatten, dann würden wir sie schon haben. Mehr als ein Schalter für das Radio? Mein Tagesablauf.
weil ein Kind es immer vergisst. Morgens wache ich zur Radiomusik auf. Nachmittags sehe ich mir die Nachrichten im Fernsehen an. Bis Sonnenuntergang denke ich an unser Familienhaus am Ufer zurück. Mama. Mehr als ein Schalter. Da. Ah, geht nicht. La Bestia Blanca. Okay. Hab das Gefühl, mit der Schatzsuche wird das nichts. Nein! Loslassen. Das hier zischt, das gefällt mir gar nicht. Scheiße. Gib uns die Karte. Medizin, ich will die Karte. Oh, 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 oh. Hier geht's nicht raus. Einfach ein paar Tabletten nehmen, dann wird das schon. Hier liegt nirgendwo eine Schlüsselkarte. Heilen, heilen, geht nicht, okay. Mist, raus. Entschuldigung, Dani. Heilen, bitte. Danke. Das Boot gerade erschien. Hier ist wieder so ein... Ist das hier drin? Ist wieder so ein einsamer Kram. Ein Segen. Keine Schlüsselkarte gefunden. Sieht da drin gut aus, aber ich denke, wir haben schon das rausgeholt, was ging. Umlegen könnte man den Schalter nicht wieder. Hab ich gerade probiert. War das wichtig, um den Scheiß hier auszubekommen? Ich denke, das Ventil draußen am Tank, das war entscheidend. Dann kriegen wir etwas. Ein paar Nägel. Hier kommt, glaube ich, jemand mit einem Jetski vorgefahren. Toll. Das auf dem Dach? Nee, im Wasser?
ist aber schlecht abgeworfen. Davon wird das Zeug doch schlecht. Muss ich noch irgendwas nachladen? Ne, sieht nicht so aus. Hilfsmittel auffüllen. Ja, ja, Sperrgebiete. Gib uns die Schlüsselkarte. Warum liegt das noch? Die anderen sind, glaube ich, schon verschwunden, oder? Auffällig, dass gerade das, dass die Person noch da liegt. Gibt es aber nichts zum manuell einsammeln. Was? Na, ich glaube, ich kenne die Familie. Ah, da war... Was ist mit ihnen passiert? Ist doch bestimmt bei Notizen noch drin, oder? Was weggeklickt, scheiße. Einen Moment. Der zuletzt, Schatzo. Kann ich die... Nachricht dazu bitte nochmal irgendwie lesen? Bitte? Schalte den Strom wieder ein, um die Pumpstation zu entriegeln. Eine Familie versucht aus Yarda zu fliehen und wenn ich das Rätsel löse, könnte ich herausfinden, was mit ihr passiert ist. Lustig, hier kommt ein Klinkengeräusch, aber es ist gar keine Klinke dran. Im Notizbuch muss dazu doch irgendwas stehen. Ja, toll. Ich will die Notiz dazu nochmal lesen. Pumpstation. Toll. Sagt mir jetzt nicht viel. Mist. Eine draußen Badewanne. Ihre Mutter war klug. Eine Ingenieurin. Sie hat einen Schalter versteckt. Hier im Haus. Okay. Geht da irgendwo eine Luke auf? Ja, da. Schalter. Versteckter Schalter. Moment. Nehmen wir ihn. Einfach mal in die Steckdose fassen. Da. Schalter am Fernseher. Geht er wirklich an? Regnet es draußen? Ja. Interessant, es geht nicht mehr aus. Schalter im Regal. Ist die Musik aus? Ja, das Lied ist bloß alle. Ist
das für eine Lichtstimmung? Schalte den Strom wieder ein, um die Pumpstation zu entriegeln. Ich muss alle drei Schalter für die Ampel finden, um die Tür zu öffnen. Ampel? Die Tür da hinten, oder? Am gesamten Dorf? Dann haben wir da unten schon einen. Aber ich war hier doch schon sehr überall. Wo soll denn hier noch was sein? Das ist ja Quatsch. Licht am Fenster, was komisch ist. Ja, Pumpstützenschalter, den da drin haben wir schon. Das hätten wir auch ohne das Ventil geschafft. Das hing da an der Wand, das Notizzettelchen reingeklebt. An Felipe, Anna und Jorge. Castillo hat unsere Familie zerstört. Euer Papa wurde ins Paria-Lager gebracht. Und ich bin zu alt zum Davonlaufen. Aber ihr drei habt eine Chance auf ein neues Leben. Folgt den Stromleitungen zu drei Schaltern. Einer für jedes meiner Kinder. Ich kann euch jetzt hören, eure Mama ist eine Ingenieurin bis zum letzten Moment. Ich liebe euch alle, ihr kennt unser System und werdet wissen, wie ihr den Strom wieder anschalten könnt. Drei Schalter, um den Schatz darunter freizulegen. Und eine strahlende Zukunft für euch, Mama. Felipe, Anna, Jorge. Ich glaube, ich kenne die Familie. Was ist mit ihnen passiert? Drei Kabel. Da ist ein Zaun im Weg, oder? Ja. Da unten waren wir aber schon. Was ist denn eigentlich hier dahinter? Hier ist ja noch ein Räumchen. Mal Dynamit hinschmeißen. Ist da ein Loch im Dach? Nee. Im Boden? Sieht auch nicht so aus. Sehe ich irgendwo den Schalter? Im Waschbecken sehe ich da. Hier scheint aber was zu britzeln, womöglich an dieser Wand hier. Man sieht eindeutig, wie das eine Tür ist. Moment. Jetzt springen wir die Hütte in die Luft. Das sieht aus. Ah, das war der Ventilator. Ich würde das gerne aufschmeißen. Kann man das Regal irgendwie wegschieben? Aber ich habe doch schon mehrmals versucht, da zu schieben, zu drücken. Na bitte. Oh. Nummer zwei.
Ich hoffe, der Letzte ist leichter zu finden. Ich würde gerne wieder zumachen. Okay. Bei dem blauen Haus. Wow. Beim Tank. Da ist schon wieder jemand. Was für eine Scheiße. Fährt doch ein Auto vor. Bum, bum. Du hast Nerven, ein Krokodil herumzuschleppen. Scheiße. Spezialeinheit. Mist. Was? Mit Helm stirbt sofort? Okay. Naja. Tot ist tot. Hey. Los, darüber. Wir wollten uns jetzt aber nicht, dass ihr ein Auto vorbeibringt. Eigentlich um was anderes kümmern. Oh, einfach nur hochkommen. Klingt erstmal einfacher, als es vielleicht ist. Da kann man doch hochklettern, Danny. Schade, haut ab. Da ist eine blaue Stofffetzen. Moment. Wir müssen irgendwie auf die Mauer hier kommen. Ah, geht sogar. Ah, auf, nicht drüber. Okay, dann anders. Vielleicht sogar schon von hier. Das war der Letzte. Das letzte Familienmitglied. Gar nicht mal so schwierig, bloß ich hätte halt keinen Anhaltspunkt, wobei ich hätte auch drauf kommen können mit hier dazu, Kabel mal nachgehen. Naja, haben wir auch noch hinbekommen. Oh, ist aber eine glänzende Tür. Dicke, fette Schatzkiste. Abschiedsbrief. Nimm dies als Geschenk deiner Mutter und fang ein neues Leben an. Du wirst, wie ich bemerken, dass es dabei helfen kann, deine Träume zu erreichen, Hindernisse zu überwinden und Arschlöcher unter die Erde zu bringen. Ich werde in Frieden ruhen können, weil ich weiß, dass meine Kinder sicher sind. Denk dran, Munition im Schlafzimmer zu haben, vergiss nicht, dass sie austritt wie ein Esel und ehre immer die, die zurückgelassen wurden. Mama. Es muss aber eine geile Waffe drin sein. MG 42, Pfeil und Bogen. Weil Pfeil und Bogen passt ja nicht ganz rein, oder? Ich werde eine gute Verwendung finden. Für? Zeitlupenmodus? Desert Eagle, geil! Will ich haben. Wo? Nächste Station? Tagmaster Hose. Die können wir uns auch anziehen. Das ist ja ein cooler Schatz. Eine Desert Eagle, 1000 iranische Pesos. Uiuiuiui, wir müssen schnellstens. Eigentlich wollte ich auch noch die Trommelmagazin. Ups, Allah. Pistole, lalalalala. Oh, bin noch zu weit. Noch ausprobieren. Naja, können wir auch mal ausprobieren, aber die Deagle, die schnappen wir uns als nächstes und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.